Hallo, ich bin's wieder, euer Hesse JJ. Heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil des Lunse 14 Seminars. Und ich würde sagen, lasst euch überraschen. JJ steht am Rost, der Rauch zieht in die Runde. Ja? Erklär doch. Ah, jawohl, dankeschön. Yeah. Erklär doch mal, wo du dein Wurst und dein Fleisch her hast. Das ist bei uns auf dem Nachbarort. Mein Fleischer, der früher für uns schon geschlachtet hat, ja, Dorf mit 70 Einwohnern und richtig guter Hausschlachter noch. Ja. Kommt aus Sachsen-Anhalt. Freuen. Kostet doch mal ein Stück. Für die macht das die Arbeit. Das schmeckt echt geil. Oder? Das ist richtig gutes Tofu. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und der Carsten, der hat eine Besonderheit. Jedes Jahr, stell ich mal gerade hier gerade. Jedes Jahr, wenn der Carsten hier ist, machte Carsten sich eine Schürze mit den Unterschriften von den ganzen Grillern und teilweise von den Besuchern. Das ist natürlich ganz was Besonderes. Er hat, soweit wie ich weiß, schon drei Stück hängen. Das wird die vierte sein, ne? Richtig. Profi hätte das jetzt so gemacht. Gib dir gerade mal Profi. Profi wird sich auch hier hinstellen. Ja. Wow, jetzt hast du aber Dampf ohne drunter, du. Ja. Pass bloß auf, dass dir die Scheiße jetzt nicht anbrennt. Ich wollte euch beide Pfannen benutzen. Ja, dir geht's jetzt wie mir. Da fehlt der zweite und der dritte Mann. Wo hast du den denn gelassen? Ja, der fährt mit, dein Auto holen. Ach so. Das kann ich einfach nicht machen. Weiß ich nicht. Kaputt!
Durch. Rot schmeckt? Geil, oder? Total geil. Zünden! Geil, oder? Joe, sag mal, hi. Hi. Ja. Zünden. 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 JJ steht am Rost, der Rauch zieht in die Runde. Grillgut brutzelt, goldbraun Freude.